Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute gehen wir einer Frage auf den Grund, nämlich wäre es denn nicht einfach besser gewesen, wenn wir dieses Jahr anstatt zu traden einen ETF gekauft hätten? Ein paar Antworten auf diese Frage jetzt im Video. Ende des Jahres und jetzt kommen sie natürlich wieder, die Rückblicke, die Ausblicke, aber natürlich auch die Kommentare. Und ein Kommentar, den ich in den letzten Tagen doch immer mal wieder gelesen habe, sowohl hier unter den Videos als auch zum Beispiel auf unserer Gruppe auf Facebook, die Optionshändler, ist, hättet ihr doch lieber einen DAX-ETF gekauft, anstatt zu traden, da wäre doch sehr viel mehr rausgekommen. So, und immer wenn ich diesen Spruch höre, und das ist nicht zum ersten Mal, dass ich das höre, sondern ich höre das im Grunde seit vielen, vielen, vielen Jahren, muss ich mittlerweile ein bisschen schmunzeln. Und ich kann auch sehr gut einordnen, aus welcher Ecke diese Frage kommt. Es gibt nämlich genau zwei, ich nenne es jetzt mal Gruppen, die diese Frage stellen. Zum einen sind es diejenigen, die ganz berechtigt danach fragen, weil sie vielleicht Einsteiger in den Optionshandel sind, weil sie Einsteiger ins Trading sind und weil sie jetzt am Ende des Jahres ihre Performance sich anschauen und stellen vielleicht fest, ich bin jetzt hier das erste Jahr dabei, ich habe vielleicht plus minus null gemacht, ich habe vielleicht sogar 2-3% minus gemacht oder 5% plus oder je nachdem, ne? Und dann schaut man auf den DAX und stellt fest, Mensch, hätte ich doch lieber diesen DAX-ETF gekauft. Das heißt, das sind diejenigen, die wirklich aus reinem Zweifel von sich heraus fragen, sagen, Mensch, gibt es denn vielleicht nicht einen besseren Weg als das, was ich hier tue? Und das ist eine absolut berechtigte Frage von dieser Gruppe. Jetzt will ich aber auch nicht verschweigen, dass es natürlich auch eine andere Gruppe gibt. Meist sind es Einzelpersonen, die diese Frage stellen. Und zwar sind das die ganzen Schlaumeier. Ne? Also das sind die, die es sowieso immer besser gewusst hätten. Und auf die will ich aber heute gar nicht so richtig eingehen, sondern auf die, nur ganz zum Schluss, ne? Also ihr kennt mich ja, ne? Ganz zum Schluss muss ich denen noch was sagen. Aber ich will der Frage wirklich, wollen wir uns der mal wirklich annähern und mal ganz berechtigt überprüfen, wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, wir hätten lieber einen ETF gekauft. So, schauen wir uns dazu mal einen Chart an. Und zwar seht ihr hier den DAX, so wie er sich jetzt hier dargestellt hat, vom 1. Januar bis jetzt hier Mitte Dezember, und da sehen wir, der DAX hat tatsächlich in diesem Jahr recht gut zugelegt, roundabout 14%, natürlich auch in Euro gerechnet, ne? Also wir müssen ja nicht mal mit Währungen hin und her rechnen. Naja, und wenn man sich das mal überlegt, am Anfang des Jahres einen DAX kaufen, das ist der allereinzigste Trade, den wir gemacht hätten, keine Gebühren, keinen Stress, 14%, Traderherz, was willst du mehr? So, jetzt kann ich für mich sagen, dass ich in den meisten Konten die Performance besser habe als der DAX. Also ich habe in den meisten Konten so zwischen 15 und 25% Performance in diesem Jahr gemacht. Es gibt die Konten, die was Managed Account haben, da werden wir so um zwischen 9 und 10% ungefähr rauskommen, also etwas schlechter als der DAX, aber das liegt natürlich daran, dass wir da viel risikoärmer handeln, und deswegen gleich mal der Blick auf den zweiten Chart, denn der Gewinn ist ja immer nur die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man mal anschauen muss, wie war denn der Drawdown im DAX? Und der Drawdown im DAX, der war eben in diesem Jahr über 8%, 8,25% ganz genau. Und wenn man das dann mal mit meinem größten Drawdown vergleicht, über alle Konten hinweg, dann war der maximal 3%. Ne? Das heißt also, ich habe nur ein Drittel des Rückgangs gehabt, den der DAX hatte. Jetzt kann man sagen, naja, komm, 7-8% Drawdown, das ist doch kein Problem, wenn ich trotzdem 14% mache. Und ja, okay, du hast jetzt vielleicht 15% gemacht oder 10, hast nur 3%. Die Risikokennzahl ist besser, aber was soll's, ne? Und ich muss deswegen immer so ein bisschen schmunzeln, wenn diese Frage kommt, weil ich sie immer sehr gut einordnen kann, wann diese Frage kommt. Denn diese Frage kommt natürlich immer dann, wenn es sehr, sehr gut in einem Index lief. Und dieses Jahr war ein fantastisches Jahr für die Aktienmärkte. Also nicht nur der DAX ist ja sehr gut gelaufen, sondern wenn wir mal den Blick über den großen Teich wagen, dann sind ja die Amerikaner noch viel besser gelaufen. Ne? Über 20% der S&P, über 20% die Nasdaq. Also ganz, ganz tolle Entwicklungen. Und klar stellt man sich da als Trader natürlich auch immer die Frage, Mensch, wäre es nicht besser, man nimmt diese Jahre einfach so mit. Und ich habe diese Frage auch gehört
beispielsweise Ende der 90er Jahre sehr, sehr häufig. Ne? Ich habe die 2007 gehört, ich habe das 2013 gehört, immer wieder gesagt, ja, das mit der Traderei, ne, der Aufwand und so weiter, wäre es denn nicht viel einfacher, ihr würdet einfach hier ETFs kaufen. So, und dann schauen wir doch jetzt mal auf den DAX, weil wir den halt schon angesprochen haben, und schauen uns den mal 20 Jahre im Rückblick an. Und da seht ihr jetzt hier in diesem Chart, dass wir also jetzt Rückgänge hatten, die zwischenzeitlich mal 70% waren, 37%, 55%, 34%, 29%, ne? Also wo es richtig reinhaut. So, und dann frage ich mal euch, wer hält denn das aus? Natürlich wissen wir alle, dass der DAX langfristig steigt und dass das eine tolle Sache ist, aber 72% Drawdown, ne? Gerade von denjenigen, die diese Frage stellen, nämlich die Einsteiger und die Schlaumeier. Wer wäre denn von denen überhaupt da noch dabei, wenn er 72% Drawdown hätte? Und eins müssen wir ja ganz klar sagen, wir wissen doch nicht, dass solche Drawdowns kommen. Ne? Wir können doch jetzt nicht in die Glaskugel schauen, wir können schon, aber sie funktioniert ja nicht, das wisst ihr, und können sagen, naja gut, im nächsten Jahr, da wird es wieder gut laufen. Das heißt, so eine Frage, und deswegen sage ich, ich kann sie zeitlich sehr gut einordnen, wird immer danach gestellt, wenn es sehr gut gelaufen ist. Ne? Die wird nie vorher gestellt. Also keiner von denen kommt am Anfang des Jahres und sagt, dieses Jahr ist es sehr viel besser, einen ETF zu kaufen, als zu traden. Und ehrlich gesagt, wenn ich das wüsste, wenn ich wüsste, dass die Indizes im Jahr 20% laufen würden, dann würde ich für das jeweilige Jahr mein Trading komplett einstellen. Und würde sagen, okay, dann kaufe ich einfach einen ETF. Wenn ich dagegen wüsste, die machen jetzt 30% Minus, dann würde ich lieber wieder traden. Ich weiß es ja aber nicht. Ne? Und aus dem Grund bin ich halt gerne Trader, weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, viele verwechseln immer auch beim Traden, auch beim Investieren. Die denken immer so, da gibt es diese Sprüche, du musst den Markt schlagen. Und wenn du jetzt das ganze Jahr getradet hast und du hast den Markt nicht geschlagen, da hat sich doch der Aufwand gar nicht gelohnt und so weiter. Und das ist aber ehrlich gesagt nicht richtig, weil Trading, und ich habe das auch schon in einem der letzten Videos mal gesagt, Trading ist ein Geschäft. Das heißt, wir machen ein Geschäft, weil wir Geld verdienen wollen. Und jetzt kann man ein Geschäft schlecht mit einem anderen Geschäft vergleichen. Das heißt, du kannst zwei Trading-Geschäfte miteinander vergleichen. Du kannst sagen, okay, der Trader A, der Optionen handelt, und der Trader B, der Optionen handelt, die haben eine unterschiedliche Performance. Das Geschäft lief besser als das. Wobei man auch da noch sagen müsste, okay, wie groß sind die Konten und so weiter und so fort. Aber ansonsten hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Denn wo entsteht für einen Trader Überperformance? Und Überperformance entsteht niemals oder nur sehr, sehr selten in Jahren, in denen es in den Indizes hervorragend läuft. Also dieses Jahr der DAX 14%, das ist ja noch nicht mal herausragend. Wir wissen ja, es gibt ja auch mal Jahre, da macht er auch mal 25%. Es gab Jahre, da hat er 50% gemacht. Und als Trader kannst du eigentlich so eine Performance, zumindest wenn du so einen Ansatz fährst wie wir, nicht schlagen. Das schaffst du nicht. Du kannst in so einem Jahr den Index nicht schlagen. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn erinnere ich jetzt nochmal an den Chart, den ich gezeigt habe, mit den 70%, 50%, 40% Drawdown. In solchen Zeiten, ne, da musst du den Markt schlagen. Und zwar, glaubt ihr, dass derjenige, der sagt, handel doch lieber einen ETF, geh doch lieber long in einen ETF, wenn du einen Drawdown hast von 70% und der Trader macht in dem Jahr 15% oder 10% plus, und ein guter Trader, und das ist ja das Besondere, der macht ja in jedem Jahr plus. Ne? Das darf man nicht vergessen. Viele denken immer, Trader verdienen auch nur dann Geld, wenn der Markt hochgeht. Nein, Trader können in jedem Markt Geld verdienen. Wir als Optionshändler verdienen das dann in dem Jahr vielleicht nicht zwingend mit Aktienoptionen, aber eben dann mit Future-Optionen, weil wir dann andere Dinge handeln können. Und ganz ehrlich, ich hatte in den letzten 10, 15 Jahren kein einziges Jahr, wo ich Geld verloren hätte. Ich habe in jedem Jahr Geld verdient und deswegen trade ich gerne. So, ich investiere auch langfristig. Das ist aber ein ganz, ganz anderer Punkt. Das hat nichts mit Trading zu tun. Das kann man also nicht vergleichen. Und wenn man das so sagt, hättest du doch lieber das, dann müsste man auch zu jedem, der, und das ist jetzt vielleicht nochmal ein Wort an die Schlaumeier, da müsste man auch zu jedem, der ein Geschäft hat, hingehen und müsste sagen, hey, hättest du doch lieber das. Also so nach dem Motto, vor 20 Jahren hat einer ein Baugeschäft eröffnet, ne? Und das läuft gerade sehr gut und der verdient
sechsstellig im Jahr, sagen wir mal. Also bei dem läuft es, das ist okay. Und zu dem geht man jetzt hin und sagt, naja, hättest du doch mal lieber vor 20 Jahren, bevor du diese Firma aufgemacht hättest, hättest du doch lieber Aktien von Amazon gekauft. Das wäre ja viel, viel besser gelaufen. Ne? Und dann muss man sagen, ja, vielleicht monetär wäre es besser gelaufen, aber das ist doch, kann man doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und wenn man schon diesen Vergleich bemüht, hättest du doch lieber das gekauft, ne? Dann könnte man genauso gut zu demjenigen sagen, der sagt, hättest du doch lieber einen DAX-ETF gekauft, könnte man auch sagen, jetzt guckt euch mal hier den nächsten Chart an, könnte man auch sagen, hättest du doch vor einem Jahr Bitcoins gekauft, wärst jetzt 2000% im Plus, du kaufst nur einen ETF auf den DAX und hast nur 14%. Was bist denn du für ein Versager? Ne? Das wäre doch genauso eine dumme Aussage, wie wenn man eben jetzt sagt, aufs provozierende Art und Weise heraus, hättest du doch lieber das gemacht, das wäre doch viel besser. Ne? Und deswegen vielleicht auch für euch, die ihr relativ neu seid im Trading, im Optionshandel, es geht nicht darum, dass ihr besser oder schlechter als der Index seid. Um was es hier geht, gerade bei der Art von Optionshandel, den wir bestreiten, hier geht es um ein regelmäßiges Einkommen, hier geht es um ein Business, hier geht es um ein Geschäft. Wir wollen etwas machen, was uns Jahr für Jahr Geld bringt. Dass mal ein Index in einem Jahr besser ist und in einem Jahr schlechter, das nehmen wir zur Kenntnis. Das ist aber nicht unser Vergleichsmaßstab. Unser Vergleichsmaßstab muss sein, ich möchte eine Summe X im Monat verdienen. Ich möchte eine Summe X im Jahr verdienen. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich den Geschäftssinn meines Geschäfts erfüllt. Wenn nicht, habe ich ihn nicht erfüllt. Vergleiche sind nicht gut. Übrigens Vergleiche allgemein im Leben. Ne? Es gibt sehr viele Leute, die vergleichen sich permanent mit anderen. Was hat der, was kann der, was macht der? Ne? Vergleichen ist der erste Weg zum Unglücklichsein. So, deswegen hört auf mit diesen Vergleichen, sondern konzentriert euch auf das, was ihr macht und versteht vor allen Dingen bitte, warum ihr das Ganze macht. Ne? Der alte Spruch von uns, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Und wer das einmal verstanden hat, der kann über solche Sätze auch schmunzeln und kann sagen, ja, okay, dieses Jahr war vielleicht in dem ein oder anderen oder war der ein oder andere Index besser als unser Trading. Schauen wir doch mal an, wie es nächstes Jahr wird, wie es in 2 Jahren wird, wie es in 5 Jahren wird, wie es in 10 Jahren wird. Ne? Und da bin ich mir relativ sicher, dass ich mit meiner Strategie, nämlich die Jahre positiv abzuschließen, Gewinn zu machen, wesentlich besser durchkomme, auch mental, dass ich das durchhalten kann, dass ich sage, ich mache das noch 20 Jahre, als dass ich sage, naja, ich habe mein Jahr, da läuft sehr, sehr gut und dann habe ich wieder Jahre, wo es extrem schlecht läuft und das müssen wir halt beim Aktienmarkt immer mal wieder einkalkulieren. Jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Seht ihr das genauso oder sagt ihr, nein, ich möchte doch lieber passiv sein, was absolut richtig ist, aber denkt dran, das hat nichts mit Trading zu tun, das ist dann Investieren. Und selbst beim Investieren, ne, Jens Rabe-Kanal, ihr wisst das, da glaube ich, dass selbst da viele Leute mit passiven Investieren, obwohl es sicherlich der beste Weg wäre, Geld verlieren werden, weil sie das mental überhaupt nicht durchstehen. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare, eure Meinungen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.